und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir basteln heute gemeinsam süße Flauschohrstecker aus Fimo. Ihr benötigt für dieses Projekt kein UV-Resin, ich zeige euch aber im Anschluss, wie ihr eure Stecker mit UV-Resin befestigen könnt. Das ist nur eine Variante und ein Beispiel, muss man nicht machen, könnt ihr. Ich mache in diesem Video gleich mehr Ohrstecker, damit ich euch mehrere Varianten zeigen kann, wie diese Ohrstecker am Ende aussehen könnten. Und daher verwende ich relativ viel weißes Fimo. Ihr benötigt natürlich nicht so viel. Ihr könnt weit weniger nehmen, wenn ihr nur zwei Ohrstecker macht zum Beispiel. Ich zupfe mir dann den Dreck, den ich im Vorfeld schon vorher sehe, so wie Staubkörner und andere Körnchen, gleich mal raus, wälze es zu einer Kugel, damit sie schön glatt ist und dann kannst du es flach ausrollen. Du kannst entweder diesen Roller verwenden oder ein Glas oder eine Fimo-Maschine. Ich verwende hier erstmal meinen Ausroller und dann verwende ich eine Fimo-Maschine, damit das Ganze auch wirklich gleichmäßig glatt ist und man hat weniger Arbeit damit. Ich schnappe mir meinen kleinen Ausstecher. Dieser hat eine marokkanische Form, sieht ein bisschen aus wie ein Kleeblatt, habe ihn auf Etsy ergattert. Ich habe bei der Suche auf Etsy einfach marokkanische Ausstecher eingegeben und da war er dann dabei. Du kannst es dir mit Sicherheit schon denken, aber ich sag's lieber dazu, du benötigst bei zwei Ohrstechen auch nur zweimal ausstechen. Das heißt, du musst dir nicht so exzessiv arbeiten wie ich, sondern zweimal reicht, fertig. Satisfying Part ist bei allen gleich, einmal abziehen, der Rest bleibt über. Oder auch nicht, zwei haben sich eingeschlichen und wollten nicht mit. Aber das geht relativ leicht raus, wenn du gute Ausstecher hast. Und jetzt schnappst du dir ein Kugelwerkzeug und machst eine kleine Mulde. Das hier wird nämlich eine Art Blume und in die Mitte kommt unser Blumenstempel. Dafür zeige ich euch drei Blumenstempel-Varianten, also den Innenteil. Wir beginnen mit der Variante 1. Dafür benötigst du dunkelblaues Fimo oder eine Farbe deiner Wahl, ganz egal, ein kleines T-Sieb und weißes Fimo, flach ausgerollt am besten. Wenn du das gemacht hast und dir das Ganze ein bisschen zu dünn vorkommt, kannst du es auch nochmal wie ein Sandwich zusammenklappen, dann hast du auch eine dickere Schicht. Vom blauen Fimo benötigst du eigentlich tatsächlich nicht sehr viel. Forme dir einfach eine kleine Kugel, die drücken wir später durch ein T-Sieb. Wenn du alle drei Varianten mit mir mitmachst, benötigst du schon drei Teile. Machst du jetzt nur eine, benötigst du nur eine weiße Fläche und du musst hier nicht aufteilen auf drei Stück. Das wird jetzt erstmal unser Untergrund für Variante 1. Wir drücken uns das blaue Fimo durch das T-Sieb, das kann ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Achte einfach darauf, wie hoch das Fimo werden soll. Es sollte nämlich nicht zu hoch werden, ansonsten bricht alles. Das wäre für den späteren Verlauf nicht so günstig. Deshalb halte ich es hier eher flach, nehme es mit einem Messer ab und gebe es dann auf das weiße Fimo. Hier eignen sich die flachen Cuttermesser von Fimo wirklich sehr gut. Auch beim Abstreifen absolut brauchbar. Mit einem Zahnstocher oder einem anderen flachen Werkzeug kannst du das Ganze nun vorsichtig nach unten drücken. Und dann stechen wir und tun unseren Blumenstempel mit einem winzig kleinen Kreisausstecher aus. Achte darauf, dass der Blumenstempel zu den Proportionen deiner Blume passen, also zu den Blüten. Einfach testweise zusammenführen, also den Blumenstempel in die Blüten reinlegen und schauen, ob das gut zusammenpasst, harmoniert oder vielleicht ein kleinerer Blumenstempel notwendig wäre. Hier kann man meinen selbstkritischen Punkt ganz gut wahrnehmen. Alle die nicht so gut aussehen, werden hier gleich mal aussortiert und weggelegt. Ja, und schon sind wir bei Variante 2. Auch wieder weißer Untergrund, Blattgold einfach drauflegen, kurz ausrollen, damit es gut eingearbeitet ist. Und dann kannst du schon wieder deine Blumenstempel ausstechen mit deinem Mini-Kreisausstecher.
Ich mache bei solchen Aktionen generell immer gleich ein wenig mehr. Das ist ganz praktisch. Diese goldenen Kreise kann man später auch mal wieder brauchen. Und ich hatte sogar noch ein paar über von einem anderen Projekt und habe die für weitere Ohrstücke verwendet. Für die dritte Variante benötigen wir wieder weißes Fimo, ganz ohne Belag. Einfach ausstechen, du wirst gleich sehen, was damit passiert. Schnapp dir dein Kugelwerkzeug, wir benötigen wieder eine Mulde. Einfach kurz eine kleine Mulde machen, Fimo Liquid einfüllen, jedoch nicht zu viel, sei sparsam. Und dann packen wir ein paar Streusel rein, zeige ich dir gleich wie. Das hier sind meine Konfetti-Streusel, die sind mir heilig, die kann man nicht mehr nachkaufen. Beziehungsweise, falls ihr sie irgendwo findet, bitte melden, ich liebe sie, aber sie gibt es nicht mehr. Jedenfalls zahlt es sich nicht aus, eine große Menge an Fimo Liquid mit Streusel zu vermischen, in einem Behälter zum Beispiel, und dann hier einzufüllen, sondern wir machen es aus diesem Grund, weil ihr vermutlich nicht so eine große Menge an Ohrringen macht. Und daher einfach Fimo Liquid rein, Streusel drauf mit einer Pinzette und wieder einen Klecks Fimo Liquid drauf. Das Ganze kommt straight ahead in den Ofen bei 110 Grad Ober-Unterhitze. Auch wenn Fimo Liquid eigentlich 130 Grad benötigt, einfach ignorieren. Es klappt so, versprochen. So ihr Lieben, so sieht das bei mir aus. Bei euch wird wahrscheinlich nicht ganz so viel drauf sein. Auch immer gut, wenn man auf einer Platte arbeitet, die später in den Ofen kam. Bei mir ist es eine alte Fliese. Und wenn alles gut abgekühlt ist, könnt ihr es dann auch gleich ein wenig glatt schleifen. Ist kein Muss, aber war bei mir ein bisschen nötig, weil, naja, waren doch ein paar Fransen durchs Ausstechen noch dran. So ein bisschen Unebenheiten, die weggehören. Genau. Mit Sekundenkleber befestige ich nun unseren kleinen Ohrstecker. Du kannst im Anschluss UV-Resin noch verwenden, damit er besser hält, weil es doch ein schwerer Ohrstecker wird. Du kannst es aber auch so lassen. Ich bin hier auf Nummer sicher gegangen und habe das nochmal gemacht. Ist aber wie gesagt kein Muss. Sollte in jedem Fall so auch halten. Hier kommt noch der angekündigte UV-Resin-Part. Ich gebe eine kleine Menge UV-Resin auf den Stecker und auf die Rückseite und lasse es dann aushärten. Zum Aushärten verwende ich eine UV-Lampe. Damit geht es einfach ein wenig schneller. An einem sonnigen Tag kannst du sie aber auch einfach nach draußen legen. Gar kein Problem. Bitte heißen Sie recht herzlich unseren Hauptakteur willkommen. Das hier ist Beflockungspulver, sieht aus wie Filz und ist super niedlich. Das hier ist Modellbaukleber, den werden wir am äußeren Rand befestigen, also an den Ecken oder nur an den Hälften oder auf der kompletten Fläche. Nur die Mitte sollte wirklich befreit davon bleiben. Ich starte mal mit zwei verschiedenen Farben Rot. Das hier ist die erste Farbe, damit ihr es ganz gut sehen könnt. Ich bestreiche hier nur die Hälfte, also die obere Hälfte meines Kleeblatts. Man sieht's? Und ich tunke rein. Du kannst es hier ein bisschen abschütteln und festkleben mit dem Finger. Mit der Pinzette, weil ja doch etwas in die Mitte gekommen ist, kannst du es wieder ein bisschen nach außen schieben, damit die Mitte immer befreit bleibt. So, und jetzt gefällt mir hier rechts das noch nicht. Also einfach wieder Kleber drauf und wieder reintunken. Dann ist auch der Rest beklebt. Es ist eigentlich ganz einfach und du kannst es am Ende mit dem Finger festdrücken oder du kannst es auf dem Tisch festdrücken. Das ist auch eine gute Variante. Das Gute mit dem Modellbaukleber, kann man es immer noch ein bisschen verschieben, verändern, so modellieren, wie du es haben möchtest. Wenn es dann aber nach ein paar Stunden ausgehärtet ist, hält es wirklich grandios. Das Ganze machst du jetzt mit dem zweiten Ohrstecker ebenso und jetzt kommt unsere Zeit für Dunkelrot.
Ja, wir bekleben jetzt unsere zweite Hälfte des Ohrsteckers. Für einen schönen Farbverlauf habe ich mir zwei unterschiedliche Rottöne ausgesucht. Ja, und los geht's. Wir bekleben die weitere Hälfte und tunken den Stecker einfach wieder rein. Wichtig ist, dass die andere Seite gut ausgehärtet ist. Wieder festkleben. Es kann sein, dass sich etwas auf der anderen Farbe etwas festkrallt. Das kann man gut runternehmen. Die Mitte wieder frei halten. Es kann manchmal ein bisschen eine Fummelei sein, aber das Ergebnis lohnt sich, versprochen. Ja, genau, das Ganze zweimal wieder. Und schon hast du einen süßen Ohrstecker mit Farbverlauf. Jetzt geht uns eigentlich nur mal der Blumenstempel ab. Den kleben wir einfach mit Sekundenkleber rein. Ich habe mich hier für Variante 1, unsere dunkelblaue Variante, entschieden. Und mit einem Goldstift habe ich hier noch Akzente gesetzt. Sieht für mich einfach ein bisschen edler und schmuckhafter aus und ja, mag ich so. Ja, und wer nur die Ecken bekleben möchte, sieht dann ein bisschen nach Karomuster aus. Bestreicht nur die Ecken mit Modellbaukleber. Ich habe hier erstmal eine Ecke gemacht, dann habe ich zwei beklebt und dann die letzte. Wie du dann vorgehst, entscheidest du, ist deine Entscheidung. Bei mir hat das so ganz gut funktioniert. Ich habe hier mit einer Pinzette einfach die Freiräume wieder geschaffen. Ja. Und es wirkt am Ende trotzdem gefilzt. Jetzt schnappe ich mir die zweite Farbe und fülle die Zwischenräume aus. Dafür jetzt einfach wieder mit Modellbaukleber die Zwischenräume bekleben. Ich habe hier gleich zwei genommen, zwei Zwischenräume und getunkt. Kurz abschütteln. Es werden auch die dunklen Bereiche wieder betroffen sein, die kann man aber im Nachgang wieder mit dunklen auffüllen, das ist nicht so wild. Genau, schauen, dass alles auf einer Ebene ist, dass die gleiche Menge ungefähr auf allen Ebenen vorhanden ist und ihr werdet zufrieden sein mit dem Ergebnis. Sieht jetzt schwieriger aus als es ist, man braucht schon ein bisschen Geduld, aber wenn du dir eine Pinzette zur Hilfe nimmst, ist das eigentlich kein Ding mehr. Ihr seht, auch wenn es nicht gleich auf Anhieb perfekt funktioniert, man kann hier immer wieder Modellbaukleber drauf tun und dann wieder Beflockungspulver. Ich habe hier helles und dann nochmal dunkles drauf getan. So kommt das Dunkle auch besser zur Geltung. Für den Blumenstempel wieder einen Tupfen Sekundenkleber in die Mitte platzieren und ich verwende hier Variante 2 mit Blattgold und Klarlack. Einfach in die Mitte fest andrücken und schon ist dein Ohrstecker fertig. Das Ganze beim zweiten Ohrstecker natürlich auch. In die Mitte wieder Sekundenkleber, Blumenstempel reindrücken. Für alle, die sich schwer tun, die drei Varianten zu kombinieren, ich habe hier ein paar Ideen für euch. Hier einmal komplett ohne Beflockungspulver, nur mit Variante 3. Hier einmal zweifärbig, rosa und weiß mit Variante 1. Hier zweifärbig, rot und dunkelrot mit Variante 1. Hier habe ich die Ecken jeweils abwechselnd mit zwei Gelbtönen beflockt, mit Variante 2. Dann hier einmal einfärbig, rosa mit Variante 3. Hier einfärbig und Variante 2. Hier zweifärbig, dunkelblau und hellblau mit Variante 2. Hier einfärbig mit Variante 1.
Und hier wieder endfärbig beflockt mit Variante 2. Diese ist eckenbeflockt mit zwei Farben und Variante 2. Zweifärbig, hellblau und dunkelblau mit Variante 1. Dann haben wir hier noch zweifärbig beflockt, hellbraun und weiß mit Variante 3. Und hier haben wir zweifärbig beflockt, hellgelb und dunkelgelb, Variante 2. An dieser Stelle möchte ich mich entschuldigen, dass ihr wieder so lange warten musstet auf das neue Video. Aber ich überlege mir immer neue Ideen. Ich möchte nichts machen, was andere bereits schon tausendmal gemacht haben. Und daher kann es manchmal ein bisschen länger dauern. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich hoffe, ihr gebt mir trotzdem einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao.